Nationalratspräsidentin Isabelle Moret wird Sie dazu informieren. Ständeratspräsident Hans Stöckli wird anschließend noch einige grundsätzliche Überlegungen zu den Aufgaben der Bundesversammlung in dieser außerordentlichen Lage machen. Es gibt anschließend eine Fragerunde. Spontaninterviews werden nicht möglich sein. Ich bitte die Nationalratspräsidentin, die Entscheide von heute zu erläutern. Merci, Monsieur Stücki. Bonjour à tous et à toutes. Solidarité et responsabilité, deux valeurs cardinales pour notre société en ces temps de crise. Deux valeurs qui permettent de sauver des vies, de minimiser les conséquences de cette pandémie et de la surmonter ensemble. Le Parlement tient à affirmer sa solidarité avec les malades et leurs familles, avec le personnel soignant, ainsi que toutes les personnes qui permettent de faire fonctionner notre pays. Suivez les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique, restez chez vous. La période qui nous attend exige de toutes et de tous un effort de longue haleine. Ensemble, nous pouvons arrêter le coronavirus. Voici les décisions prises aujourd'hui par les deux bureaux. Quel est le rôle du Parlement? Premièrement, selon l'article 173, alinéa 1, chiffre C, le Parlement dispose, comme le Conseil fédéral, du droit d'édicter un droit d'urgence par des ordonnances. Monsieur Stöckli, on ira tout à l'heure plus sur ce sujet. En clair, le Parlement peut aussi édicter une ordonnance qui prévoit un contrepoids à celle du Conseil fédéral. Ces ordonnances, ici aussi, ne sont pas soumises au référendum. Par exemple, le Parlement pourrait édicter une ordonnance pour soutenir une branche qui aurait été oubliée par le Conseil fédéral. Deuxièmement, le Parlement a aussi un rôle d'approbation des crédits supplémentaires et la délégation de la Commission des finances de lundi doit maintenant être approuvée a posteriori par chaque chambre. Enfin, le Parlement a également un rôle de haute surveillance. Concernant la convocation des sessions extraordinaires, vous savez, le Conseil fédéral a la possibilité de convoquer une session extraordinaire. Il a fait usage de ce droit le 23 mars. Un quart des députés d'une chambre peut aussi demander la convocation d'une session extraordinaire. À ce jour, 32 conseillers aux États ont fait usage de ce droit, comme vous l'avez appris hier. Aujourd'hui, les bureaux des deux chambres réunis en conférence réunie ont décidé que la session extraordinaire aura lieu la semaine du 4 mai à la place de la session spéciale. Conformément à notre usage d'alterner les examens de crédits supplémentaires entre les deux chambres, ce crédit supplémentaire sera examiné par le Conseil national en premier. Les commissions des deux chambres commenceront par contre le traitement de l'objet en parallèle. À la session de mars, cet objet avait déjà été attribué à la Commission des finances. Elle traitera donc de cet objet. Mais la Commission du sport, de l'éducation et de la culture, la Commission de l'économie et des redevances et la Commission de la santé et sociale pourront également établir des corapports à l'intention de la Commission des finances. Conformément à la Constitution, les chambres ne pourront délibérer valablement que si la majorité des députés de chaque chambre sont présents, donc présents physiquement lors de la session. Et conformément à la loi, la session aura lieu à Berne. Afin de respecter les recommandations du Conseil fédéral actuellement applicables, notamment dans les entreprises, comme les règles de distance sociale de 2 mètres, les deux chambres siégeront à l'extérieur du Parlement fédéral, à Berne Expo.
Les services du Parlement ont reçu le mandat de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les prescriptions d'hygiène valables à ce jour soient respectées. Le Conseil fédéral nous a également assuré que la tenue d'une session extraordinaire était compatible avec la situation extraordinaire qui prévaut. Par ailleurs, le Parlement n'a jamais cessé d'exercer ses fonctions et d'accomplir ses tâches. Ces derniers jours et ces dernières semaines, la délégation administrative, les bureaux et les présidents des deux conseils ont été en contact permanent avec le Conseil fédéral et ceci se poursuivra. Le lien et le dialogue entre les pouvoirs fonctionnent et le Parlement assume ses responsabilités. Je passe la parole maintenant à Monsieur le Président du Conseil des États qui vous expliquera en profondeur les fonctionnements de l'article 173 de la Constitution. Liebe Kollegin, meine Damen und Herren, zuerst möchte ich auch von Seiten des Ständerates allen, die in der jetzigen schwierigen Situation beitragen, diese Krise zu meistern. Und unsere Gedanken sind auch bei denjenigen, die krank sind und bei den Angehörigen der Menschen, die verstorben sind. Wichtig ist, dass das Parlament auch in der außerordentlichen Lage seine Aufgabe als oberste Instanz in unserem Land wahrnehmen kann. Selbstverständlich ist eine Krisensituation immer eine Situation der Exekutive. Und wir sind sehr froh, dass der Bundesrat seine Aufgaben bisher gut gelöst hat und die Entscheide zeitgerecht getroffen hat. In einer solchen Situation braucht es das Gespräch zwischen den Gewalten, le discours entre les pouvoirs, damit eben die Entscheidungsträger in unserem Land versuchen, auch in schwierigen Situationen am gleichen Stück in die gleiche Richtung zu ziehen. Wie Frau Nationalratspräsidentin bereits erwähnt hat, gibt die Verfassung dem Bundesrat im Artikel 184 und 185 und im Bundesverfassung und im Artikel 7 des Epidemiengesetzes die Kompetenz, Notrecht zu erlassen. Dieses Notrecht muss selbstverständlich, wie er selbst in seinem Bericht zur neuen Bundesverfassung gesagt hat, nötig sein, zeitlich dringlich, durch überwiegende öffentliche Interessen gerechtfertigt und verhältnismäßig. Diese Maßnahmen dürfen nicht im Widerspruch zu Erlassen der Bundesversammlung stehen und sie müssen die Grundsätze, insbesondere der Rechtsgleichheit und von Treu und Glauben, respektieren. Und alle Entscheide und Verfügungen müssen diesen Anforderungen gerecht werden. Das ist das Notverordnungsrecht des Bundesrates. Nun hat aber die Verfassung auch im Artikel 173 das gleiche Recht dem Parlament eingeräumt. Auch das Parlament verfügt über ein Notverordnungsrecht genau nach den gleichen Prinzipien wie der Bundesrat. Und auch diese Entscheide, diese Verordnungen, diese generell abstrakten Normen unterliegen nicht dem Referendum. Dementsprechend spricht man von einer konkurrierenden und parallelen Kompetenz zwischen dem Bundesrat und dem Parlament. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass jetzt das Parlament wild mit Legiferieren anfängt, sondern dass wir in unserer Aufsichtsfunktion gelassen die Arbeit des Bundesrates begleiten, überwachen und gleichzeitig aber die Möglichkeit haben, durch eigene Notverordnungen die entsprechenden Schwerpunkte zu setzen. Nun ist es klar, dass das Parlament klug ist, wenn es nur im äußersten Notfall von seinem Recht Gebrauch macht, dass es dieses Kontrollinstrument nur zurückhaltend einsetzt und so nicht die Regierung in eine schwierige Lage versetzt und die Rechtssicherheit, das wichtigste Gut und die Handlungsfähigkeit des Bundesrates beeinträchtigt.
Im Sinne dieser Überlegungen haben wir die entsprechenden Entscheide gefasst, dass auf der einen Seite wir die Arbeit des Bundesrates dann an der ausrollenden Session bearbeiten werden, die Finanzbeschlüsse, und auf der anderen Seite aber auch unseren Kommissionen die Möglichkeit geben, wenn es wirklich nötig ist, solche Beschlüsse gemeinsam in den Kommissionen vorzubereiten. Jetzt hat man lange diskutiert, ob es der Fall wäre, dass man eine Sonderkommission, eine Vollmachtenkommission, eine Corona-Kommission einsetzen würde, wie das beispielsweise letztmals gemacht wurde im Zusammenhang mit den Vollmachten, welche am 30. August 1939 dem Bundesrat übertragen worden sind. Wir sind klar der Meinung, dass es nicht angebracht ist, jetzt mit ausrollenden Instrumenten die Krise versuchen bewältigen zu können, weil wir überzeugt sind, dass die bestehenden Institutionen in der Lage sind, auch in dieser schwierigen Zeit die Aufgaben des Parlaments verfassungsgemäß erfüllen zu lassen. Wir haben deshalb die Fokussierungsstrategie gewählt und haben gesagt, wir wollen nur, dass diejenigen Kommissionen ihre Arbeit jetzt weiterführen, welche unbedingt dringend im Zusammenhang mit dem Coronavirus tätig sein müssen. Und das sind, wie Frau Kollegin Morre bereits gesagt hat, die Finanzkommission als federführende Kommission beider Räte und dann die SGK, die WAK und die WBK. SGK Gesundheitspolitik, Arbeitslosenfragen, die WAK Wirtschaftsfragen und die WBK Sport und Kultur, denn Sie wissen ja auch, dass das Maßnahmenpaket des Bundesrates viele Aspekte, welche diese Kommission berühren, enthält. Bei den übrigen Kommissionen haben wir mit Rücksicht auf die sehr eingeschränkten Disponibilitäten des Bundesrates und der Bundesverwaltung dergestalt organisiert, dass sie zumindest vor der Hand nicht tagen, damit eben die wichtigsten fokussierten Arbeiten vorgenommen werden können. Wir sind aber klar willens und auch fähig, unsere Funktion auch in dieser schwierigen Lage aufrechtzuerhalten. Und es ist deshalb sehr erfreulich, wenn ich das jetzt als Präsident des Ständerates sagen darf, meine Damen und Herren, dass zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes Ständerätinnen und Ständeräte das Gesuch um Abhalten einer ausrollenden Session gestellt haben. Das zeigt, dass unsere Institutionen funktionieren und dass wir zusammen mit dem Bundesrat jetzt in der nächsten Zeit diese gemeinsame Arbeit an die Hand nehmen können. Vielen Dank, Frau Nationalratspräsidentin. Herr Ständeratspräsident, Sie haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich bitte Sie jeweils, den Namen und das Medium kurz zu erwähnen. Bitte. Sebastian Gänger, Kiesten, SDA. Sie haben gesagt, die außerordentliche Session findet in der Woche von der Sondersession statt. Findet sie auch während diesen zwei Tagen statt oder ist sie länger angesetzt? Und Sie haben gesagt, dass sie in der Bern Expo stattfindet. Kann man dort sagen, genau wo? Die ist ja nicht so klein, die Bern Expo. On avait décidé en fonction de la langue, mais je réponds volontiers. Ah, okay. Also, wir haben zusammen mit dem Bundesrat abgemacht, dass wir die ganze Woche reservieren. Und wir machen natürlich nur die ausrollende Session. Die Sondersession findet nicht statt. Und die Räumlichkeiten, die sind jetzt Gegenstand der Aufträge, welche die Verwaltungsdelegation den Parlamentsdiensten erteilt hat. Wichtig ist, das ist noch etwas, das müssen wir Ständerätinnen und Ständeräte noch verdauen, auch der Ständerat, der eigentlich genügend Platz hätte, wird seine Verhandlungen in der BA Expo machen, um eben die Logistik zu erleichtern und um der Strategie der Konzentration Folge zu leisten. Voilà. Sur, par rapport au programme de la session extraordinaire, ce sera uniquement sur ce qui concerne le coronavirus ou est-ce que des sujets qui n'ont pas été traités lors de la session de mars pourront aussi être traités durant cette semaine de mai ? Non, le Parlement a décidé de se concentrer sur la question du coronavirus et donc à la session extraordinaire de mai, ce seront uniquement des questions touchant le coronavirus.
déjeuner 24 heures. Est-ce que des mesures spéciales sont prises pour les élus dits vulnérables qui appartiennent à la population à risque durant cette session? Nous en appelons à la responsabilité des parlementaires. C'est-à-dire que si un parlementaire est malade ou s'il fait partie de la catégorie des personnes dites vulnérables, eh bien, il doit rester chez eux, chez lui. Hinten. Fabian Fellmann, der Media. Habe ich richtig verstanden, dass Sie die außerordentliche Session auf Antrag des Ständerats, auf den Antrag des Ständerats jetzt abstützen und nicht auf den Antrag des Bundesrats? Wir haben zwei Anträge, die wir übereinstimmend nutzen können, um die Session durchzuführen. Und ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie oft der Bundesrat dieses Begehren gestellt hat. Ich kann einfach nur sagen, dass die zwei letzten Male, die in den Geschichtsbüchern zu finden sind, war 14 und 39. Aber wir werden selbstverständlich auch die Anträge des Bundesrates berücksichtigen. Ich muss hier aber noch eine Klammer auftun. Es ist juristisch noch möglich, dass wenn 50 Nationalrätinnen und Nationalräte von ihrem Recht Gebrauch machen, eine außerordentliche Session nach dem Finanzhaushaltsgesetz zu verlangen, Artikel 28 und 34, dann müsste diese Session in der Woche nach Osten stattfinden. Das zur Präzisierung. Also wir sind jetzt davon ausgegangen, dass keine solchen Anträge mehr eingereicht werden, dass wir uns auf den Antrag des Bundesrates und der Ständerätinnen und Ständeräte konzentrieren können. Hinten. Priscilla Imboden, Schweizer Radio. Ich habe eine Frage für den Fall, dass dieser Zustand der außerordentlichen Lage verlängert wird. Die SVP schreibt nämlich, sie sei in dem Fall gegen eine solche außerordentliche Session, denn die Beschlussfassungskompetenz des Parlaments wäre ausgehebelt. Was sagen Sie dazu? Jede Partei und jede Fraktion hat das Recht, eine Meinung kundzutun. Ich kann Ihnen sagen, dass die Entscheide in den Kommissionen, soweit den Ständerat betreffend, einstimmig gefällt worden sind und so eine klare, auch im Nationalrat, klare Unterstützung gefunden haben. Und wir sind klar, die großmögliche Mehrheit ist klar der Meinung, dass das Parlament immer im Rahmen der umschriebenen Rahmenbedingungen auch in einer solchen schwierigen Lage seine Aufgabe wahrnehmen muss. Betreffend der Sicherheitsvorkehrungen hat Frau Morre bereits sich entsprechend geäußert. Aber wie sieht es aus mit der Beschlussfassungskompetenz? Ist sie wirklich eingeschränkt in einem solchen Fall? Die Beschlussfassungskompetenz ist klar geregelt. Die ist jetzt auch schon geregelt. In den Kommissionen gibt es keine Quoren, also die Kommissionen können tagen, auch wenn die Hälfte der Mitglieder der Kommission nicht anwesend sind, weil die Kommissionen, die Mitglieder in Kommissionen können Ersatzmitglieder stellen, sodass sich die Frage in den Kommissionen nicht stellt. Im Bereich der nationalrätlichen und ständerätlichen Behandlung der Geschäfte ist es klar, dass das Quorum verlangt, dass die Hälfte plus ein Ratsmitglied an der Session physisch, nicht per Skype zugeschaltet, physisch anwesend sein muss. Dort hinten hat es noch eine Frage gegeben. Ja, Gianpaolo Driussi, RSI Radio. Habe ich gut verstanden, dass das Parlament nicht unbedingt eine Notverordnung erarbeiten wird, denn die Covid-Verordnung des Bundesrats zumindest bis zum 19. April gültig ist? Also ich verstehe nicht sonst die Logik einer neuen Notverordnung. Der Bundesrat hat nach seinen Informationen bisher eine ganze Reihe von Verordnungen erlassen und er wird auch noch eine ganze Reihe von Verordnungen zusätzlich in den nächsten Tagen erlassen. Er wird auch bestehende Verordnungen wieder abändern müssen. Das ist einfach die Medaille, der Rückseite der Medaille in einer Krise. Und das Parlament hat rein formell betrachtet die Möglichkeit,
nicht Verordnungen des Bundesrates abzuändern, sondern anstelle der Notverordnung des Bundesrates eigene Verordnungen, die dann den Verordnungen des Bundesrates vorgehen, zu erlassen. Das ist die Konsequenz und wir werden sehen, wie weit diese Frage konkret im Verlauf der nächsten Tage und Wochen sich stellen wird. Herr Bühler. Gibt es aus den Reihen der Kommissionen Signale, dass man mit einer eigenen Notverordnung den Bundesrat korrigieren möchte oder müsste? Oder geht es eigentlich hauptsächlich darum, dem Bundesrat vom Parlament her den Rücken zu stärken? Die Kommissionen sind nicht noch reunis jusqu'à présent. Also das ist ja eine politische Frage, die Sie nicht den Präsidenten des Rates stellen müssen, Präsident, sondern den Kommissionsmitgliedern und Kommissionspräsidenten. Aber die werden Mühe haben, Ihnen zu antworten, weil die Kommissionen gar noch nicht getagt haben und die noch gar nicht alle Verordnungen des Bundesrates erlassen worden sind. Gegenstand der Session ist aber nicht, sind nicht die Verordnungen des Bundesrates, sondern ist das Finanzgeschäft. Es könnte höchstes Gegenstand der Auswahlungssession sein, wenn die Kommissionen übereinstimmend, Ständerat und Nationalrat, andere eigene Verordnungen erlassen möchten. Aber ob dies geschieht, das werden wir dann im Verlauf der nächsten Wochen sehen. Hinten Mitte. Nicola Zala von RSI. Vielleicht habe ich das nicht ganz gut verstanden, aber wann können die Kommissionen wieder tagen? Oder wann fangen Sie wieder an zu arbeiten? Die Beschlüsse der Koordinationskonferenz sehen vor, dass das Programm für die Kommissionsarbeit in den nächsten Wochen durch die beiden Präsidenten der Räte festgelegt werden. Und ich gehe davon aus, dass die ersten Sitzungen frühestens kurz vor Ostern stattfinden werden, weil wir eben seriös die Arbeit koordiniert vorbereiten möchten, dass auf der einen Seite die Disponibilität des Bundesrates, die uns zugesichert wurde, und auf der anderen Seite die Qualität der Arbeit erbracht werden können. Ich habe noch eine Frage zum Armeeeinsatz. Auch dieser muss ja dann nachträglich genehmigt werden vom Parlament. Ist das auch Traktandum dieser Session oder wird das erst später gemacht? Der Bundesrat hat entschieden, dass das VBS einen Bericht, eine Botschaft machen muss. Und diese Botschaft wird Ende April nach dem jetzigen Zeitplan vom Bundesrat verabschiedet werden. Und zwar war das im Hinblick auf die ordentliche Session im Juni. Das wird jetzt der Bundesrat dann entscheiden, ob er allenfalls diesen Bericht, es geht um die Genehmigung des Assistenzdienstes, auch in der Ausräumungssession behandelt haben will oder erst dann in der ordentlichen Juni-Session. Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Die ordentliche Juni-Session, die findet gemäß Stand heute so statt, wie sie auch sonst stattgefunden hätte? Oder macht man da auch schon Überlegungen mit Bern Expo und so weiter? Ja, Sie haben recht. Wir machen uns auch Überlegungen, dass wir in der Lage sein könnten, wenn die Pandemie weitere Maßnahmen verlangt, die Junisession in der BA abhalten zu können. Oui, pour être bien clair, si les mesures extraordinaires du Conseil fédéral sont prolongées ou renforcées, cette session extraordinaire aura lieu coûte que coûte, ou est-ce que vous pourriez encore revenir en arrière? Alors, dans tous les cas, nous souhaitons respecter et nous respecterons les mesures sanitaires recommandées par l'Office fédéral de la santé publique. Et nous ferons en sorte que ce soit possible de tenir cette session extraordinaire en respectant ces mesures. Herr Fehlmann. Ich habe noch einmal eine Frage zum Standort an der BA Expo. Ich habe auch schon gelesen, der Standort komme möglicherweise in Frage für ein Notspital des Kantons Bern. Haben Sie die Zusicherung, dass Sie die Räumlichkeiten wirklich benutzen können, dann in der Woche vom 4. Mai, oder gibt es da noch Vorbehalte? Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten.
Mir ist das nicht bekannt. Wir wissen von Seiten der Parlamentsdienste, dass die Räume für uns reserviert sind, und zwar auch in Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass diese Reservationen auch umgesetzt werden können. Mir ist nichts bekannt von diesem Eventualszenario. Aronski, SRF. Ich habe nur noch mal eine kurze Klärungsfrage zum Inhalt. Also es können alle Notverordnungen, die dann auch mit Maßnahmen, die dann noch in Kraft sind, dann können genehmigt oder eben nicht genehmigt werden. Was heißen würde, man könnte Maßnahmen auch wieder stoppen, oder geht es nur um zusätzliche Verordnungen? Ich sage das gern nochmals, weil es ist ein Instrument, das zwar schon lange in der Verfassung steht, aber noch nie praktiziert wurde. Nach meinem Wissen hat das Parlament noch nie eine Notverordnung gestützt auf 173 Bundesverfassung erlassen. Die Rechtssituation ist klar. Der Bundesrat hat eine Kompetenz, Notverordnung zu erlassen, und das Parlament hat die gleiche Kompetenz, auch Notverordnung zu erlassen. Das heißt, wir haben eine parallele, konkurrierende Kompetenz. Nur ist die Kompetenz des Parlaments am Schluss maßgebend. Das heißt, wenn eine Kommission zum Schluss kommt, dass die Maßnahme des Bundesrates und die dazugehörige Verordnung Ihnen nicht passt, dann können Sie versuchen, Mehrheiten zu kriegen, um eine eigene Verordnung zu erlassen, die die Verordnung des Bundesrates ersetzt. Ja, Delury, RTS. Quelles sont les commissions qui pourraient se réunir? Est-ce que c'est toutes les commissions, pour autant qu'il y a un lien avec le coronavirus, ou est-ce qu'il y a une commission en particulier? Alors, concernant le crédit supplémentaire, c'est de la compétence de la commission des finances, et nous avons autorisé la commission de la science, de l'éducation et de la culture, premièrement. Deuxièmement, la commission de l'économie et de redevances. Troisièmement, la commission de la sécurité sociale et de la santé à pouvoir rendre un corapport à l'intention de la commission des finances. Mais dans ce cadre-là, puisque les commissions siègent, elles conservent leurs droits usuels sur la question générale de la crise du coronavirus, par exemple de déposer une initiative parlementaire, et dans ce cadre-là, de proposer au plénum l'édiction d'une ordonnance. Noch Fragen? Ja, danke. Christoph Forster, NZZ. Haben die Ständeräte, der Antrag der Ständeräte, hat er auch dazu geführt, dass es ein Umdenken gab bei Ihnen im Ratspräsidium? Weil vom ursprünglichen Antrag war ja nicht die Rede von dieser Notverordnungskompetenz, also im Brief, den Sie geschrieben haben zu anderen Parlamentariern. Also, der Brief an die Parlamentarier hat sich lediglich bezogen auf das Finanzgeschäft. Artikel 28 und Artikel 34 des Finanzhaushaltsgesetzes, wenn dringliche Beschlüsse, Ausgabenbeschlüsse über 500 Millionen vorgesehen sind, dann müssen die zuerst von der Finanzdelegation genehmigt werden, und das Parlament, jeder Parlamentarier hat das Recht, die Einberufung einer Außerordnungssession zu verlangen. Das war der Sinn dieses Briefes. Selbstverständlich, das kann ich Ihnen versichern, hat bei mir kein Umdenken stattgefunden, weil ich mir dieser Verantwortung als Ständeratspräsident, seit ich Ständeratspräsident bin oder vielleicht schon länger, bewusst bin. Aber wir haben jetzt die klaren Richtlinien erlassen. Das entsprechende Papier finden Sie übrigens, wir haben ein Papier erstellen lassen, welches Ihnen die Rechte und Pflichten des Parlaments gibt, in einer außerordentlichen Lage. Ist hinten noch eine Frage? Ja, noch einmal, diese Frage ist sehr wahrscheinlich schon zum Teil gestellt worden, aber Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten ja nicht wild legiferieren. Das heißt, es ist wirklich nicht die Absicht da, um die Notverordnungen des Bundesrates zu ändern, sozusagen. Also Sie möchten wirklich nur in
Fälle intervenieren. Ist das richtig? Ich erlaube mir gerne nochmals auf diesen ganz wichtigen Punkt, das ist ein politischer, das ist ein sehr politischer Punkt, zurückzukommen. Der Bundesrat ist in der Regel und jetzt in der Krise sowieso das geeignete Organ, um die notwendigen Maßnahmen zeitgerecht beschließen zu können. Denn eine Kommission besteht aus im Nationalrat aus 25 und im Ständerat aus 13 Mitgliedern. Und damit das aus einer Kommission etwas entstehen kann, braucht es übereinstimmende Mehrheiten. Damit das Geschäft weitergeführt werden kann in die Sphäre des Parlaments. Und dann kommt der nächste Schritt, dann braucht es übereinstimmende Beschlüsse sowohl des Nationalrates wie des Ständerates. Jetzt muss man sich das vorstellen, wie soll eine Krise, die wir jetzt bewältigen müssen, in einem solchen Verfahren, das eben geeignet ist, um generell abstrakte Normen zu erlassen, funktionieren. Deshalb ist es völlig klar, ich habe das eingangs gesagt, Krisensituationen sind Situationen der Regierungen. Aber das Parlament hat auch seine Aufgabe zu erfüllen, zu wissen, was geschieht, zu kennen, welches die Gründe waren und zu überprüfen, ob die Maßnahmen wirklich auch sinnvoll und richtig sind. Und dementsprechend ist es eine nachgelagerte Kompetenz, die aber nur sehr zurückhaltend angewandt werden sollte, denn es ist ja auch die Gefahr des Misstrauens, denn in einer Krisensituation muss man auch Vertrauen haben und im Gespräch zwischen den Gewalten. Und es ist, und das liegt mir wirklich am Herzen, dass ich das nochmals sage, die Gefahr, dass nachträgliche Modifikationen Rechtsunsicherheit schaffen. Denn die Maßnahmen sind jetzt beschlossen worden und angenommen, wir würden dann in der Session vom 7., 8. Mai ein wichtiger Teil dieses Maßnahmenpaketes durch andere Maßnahmen ersetzen, dann, denke ich, sind wir nicht gut beraten gewesen im Parlament. Das heißt aber nicht, dass es Einzelfälle gibt, wo das Parlament einen anderen Akzent oder einen anderen Schwerpunkt setzt, als der Bundesrat das gemacht hat. Madame von Bergen. D'organiser éventuellement cette session extraordinaire plus tôt ou c'était le premier délai possible? Pour nous, en accord avec le Conseil fédéral et les bureaux, nous avons estimé que cette session, si elle avait lieu aux dates de la session spéciale, était la meilleure solution pour plusieurs raisons. Cela permet notamment aux commissions de siéger deux fois et pas seulement une fois. Et cela nous permet aussi d'organiser la session extraordinaire à la BA Halle de manière à respecter les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique. C'est un temps d'organisation et nous, pour nous, c'est aussi très important que les commissions puissent bien travailler et qu'elles puissent prendre le temps d'approfondir les choses sans surcharger le Conseil fédéral et les services de l'administration fédérale. Herr Bühler. Eine Frage zum Verfahren. Eine solche Notverordnung des Parlaments, würde die von der Vereinigten Bundesversammlung erlassen oder brauchte es die Zustimmung der beiden Kammern unabhängig nach dem normalen Verfahren, dann auch mit Differenzbereinigung und hin und her? Also wie würde das von sich gehen? Die zweite Variante ist die richtige. Es ist ein Gesetz eigentlich, das in Form einer Verordnung erlassen wird, mit dem Unterschied eben, dass es kein Referendum gibt gegen diesen Beschluss. Und er ist auch zu unterscheiden von einem dringlichen Beschluss, weil beim dringlichen Beschluss das Referendum einfach aufgeschoben wurde. Und wichtig ist noch, nicht, vielleicht Sie haben diese Frage schon am Rande erwähnt, alle Verordnungen des Bundesrates müssen innerhalb von 6 Monaten durch Verordnungen oder Gesetze des Parlaments abgelöst werden. Das ist ganz wichtig. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dann nach Ablauf der 6 Monate Notverordnungen des Parlaments kommen, die
die Verordnung des Bundesrates ablösen und die vielleicht inhaltlich gleich sind. Aber dass die Prozedur zum Erlassen einer Notverordnung ist grundsätzlich dieselbe wie bei der Gesetzgebung. Deshalb auch die Ansage, dass die Session jetzt für 4 Tage reserviert wurde, was ermöglichen würde, eben die entsprechenden Differenzbereinigungen vorzunehmen. Noch eine Frage zum Abstimmungsprozedere während der Session. Wird man das per Handerheben machen oder wurde explizit eine digitale Lösung in Auftrag gegeben? Das wurde besprochen. Wir haben die gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Es werden technische Lösungen vorliegen. Aber ich bitte Frau Kollegin More sich, weil das bezieht sich hauptsächlich auf den Nationalrat. Und ich will nicht Frau More. Alors, nous étudions toutes les possibilités, mais c'est vrai que le règlement actuel impose un appel nominal. Et pour l'instant, l'appel nominal au sein du Palais fédéral peut se faire de manière électronique. Donc, rapidement, et nous avons estimé qu'au Conseil national, un appel nominal oral prendrait facilement 20 minutes. Donc, nous étudions toutes les possibilités de manière à pouvoir fonctionner de manière rapide et fonctionnelle lors de cette session extraordinaire. Wir im Ständerat sind ja der Appell nominal gewöhnt und ohne Appell nominal würden wir gar nicht arbeiten am Morgen. Herr Fellmann. Noch einmal eine Frage. Sie, bis zum 30. März, 12 Uhr, läuft ja noch die Frist für einen Viertel der Mitglieder eines Rates, eine außerordentliche Session eben nach Finanzhaushaltsgesetz zu beantragen. Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen nicht davon aus, dass es stattfinden wird. Wie viele Schreiben, solche Schreiben haben Sie denn bisher bekommen? Das ist die eine Frage. Und die andere, wäre es denn logistisch möglich, dann eine außerordentliche Session abzuhalten unter Berücksichtigung der Vorgaben des BAG? Bezogen auf den Ständerat kann ich Ihnen sagen, dass wir einen Antrag hatten, der jetzt aber zurückgezogen wurde zugunsten der 32, die die Session nach 151 verlangt haben. Im Nationalrat. Je pense qu'il faut quand même attendre lundi pour la raison suivante. Certains parlementaires ont déposé cette demande sans connaître la décision et l'argumentation des bureaux des chambres. Au sein du bureau du Conseil national siègent tous les chefs de groupe. Et dans ce cadre, aucun chef de groupe ne nous a annoncé qu'officiellement son groupe souhaitait faire usage de ce droit de demander une session extraordinaire selon la loi sur les finances. Voilà pourquoi nous vous disons que nous sommes assez confiants sur le fait que, en tout cas, nous espérons que lundi, il n'y ait pas de demande en fonction de la loi sur les finances, puisque nous sommes organisés et espérons avoir répondu aux attentes de tous les parlementaires en organisant une session extraordinaire pour la semaine de mai. Herr Forster. Also diese 3-Wochen-Frist, gilt die nur, wenn der Bundesrat so eine außerordentliche Session beantragt oder gilt sie auch, wenn das vom Parlament kommt? Ce délai de 3 semaines n'est valable que si un quart des parlementaires d'une chambre le demande en application de la loi sur les finances. C'est encore une autre possibilité de demander une convocation d'une session extraordinaire. Une possibilité différente de celle que nous avons exposée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la demande par le Conseil fédéral, la demande par un quart des membres, comme l'ont fait les 32 conseillers aux États, qui eux ne sont pas soumis à un délai de convocation des chambres. Eine ganz profane Frage: Wie ist für die Verpflegung der Ratsmitglieder gesorgt? Die Restaurants sind geschlossen. Ja, das haben wir selbstverständlich auch, habe ich speziell abklären lassen. Sandwich. Also wir haben gehört vom Bundeskanzler, dass plötzlich neue Vorlieben vorhanden sind und die Vielfalt der Sandwiches erheblich ist. Und wir werden
auch dafür, also die Parlamentsdienste haben uns zugesichert, das war der Deal, nein, Spaß beiseite, dass wir auch die Verpflegung haben, aber eben nicht mit Catering, sondern mit Sandwich. Herr Fehlmann. Juste encore pour Madame Moret, vous avez combien de lettres maintenant personnelles de membres du Conseil national qui demandent une séance extraordinaire? En soi, à date, il m'est difficile de vous répondre, puisque entre-temps, vous l'avez entendu, par exemple, de la demande qui avait été déposée au Conseil des États, certaines demandes qui avaient été déposées avant la décision de bureau ont pu être retirées. Et comme je suis ici auprès de vous, je ne peux pas savoir si j'ai déjà eu des retraits ou pas pour le Conseil national. Waronski. Auch vielleicht eine organisatorische Frage oder das System Wandelhalle ist ja ein wichtiger Teil vom Parlament. Jetzt in diesem Fall ist es so, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wirklich nur dahin gehen, sich hinsetzen, damit alle Abstände eingehalten werden. Oder wie handhabt man das oder vertraut man einfach auf die Selbstverantwortung aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier? Es ist so, wir werden keine Wandelhallen und auch kein Raucherbalkon zur Verfügung haben. Aber wir haben ja Erfahrung, nein, die Eltern des Parlaments haben mit der Extramuros-Session im Bündnerland Erfahrung sammeln können, wie das abläuft. Und wir werden übrigens zugesichert bekommen, dass Nationalrat und Ständerat nicht in der gleichen Räumlichkeit tagen, sondern dass wir ungestört unsere Beschlüsse fassen können. Es ist klar, dass das Zugangsregime sehr strikt sein wird. Die Lobbyisten, also es wird das gleiche Regime, das jetzt im Bundeshaus gilt, auch in der BA Expo gelten. Und für die Journalisten sind wir daran, akzeptable Lösungen zu suchen, denn wir gehen davon aus, dass die BA Expo als wichtiger Eventorganisator in der Lage ist, uns die nötigen Infrastrukturen in einem eingeschränkten Niveau, das ist klar, zur Verfügung zu stellen. Aber insgesamt können wir wir werden dann mit viel Freude wieder zurückkehren ins Parlament. Wird gerade in dem Sinn das Sicherheitsdispositiv weiter verstärkt? Ja, wie ich es eben erwähnt habe. Vous pouvez juste expliquer ce que vous entendez par solution acceptable pour les journalistes, c'est quoi? Laissez-nous là le temps de la mettre en place, mais pour nous c'était aussi important que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Und Ihr Garant ist Herr Stocke. Er wird sich dafür einsetzen, dass die bestmöglichsten Infrastrukturen zur Verfügung gestellt werden. Mit Betonung auf möglich. Herr Fehlmann. Noch einmal eine Verständnisfrage zu den Kommissionen. Sie haben ja jetzt mehrmals erwähnt, welche Kommissionen tagen sollen zur Vorbereitung. Das heißt, die anderen Kommissionen dürfen nicht tagen derzeit. Und auf welcher Basis entscheidet das Büro das? Das Parlamentsrecht gibt den Büros die Kompetenz, die Arbeit der Kommission zuzuweisen und die Organisation der Tätigkeit der Kommissionen festzulegen. Und diese Kompetenz wurde jetzt uns beiden übertragen. Und dort liegt die Kompetenz, dass wir eben mit der Zuteilung der Aufgaben auch die Kommissionstätigkeit bestimmen. Es ist aber so, dass die Kommissionen, wenn sie das wünschen, informell unter sich austauschen. Sie können auch per Skype das machen. Nur sind das dann nicht förmliche Beschlüsse, die sie fällen können, sondern das sind Austauschforen, die ihnen ermöglichen, allenfalls bei der Meinungsbildung Unterstützung zu kriegen. Ich muss Ihnen sagen, der Appell des Bundesrates heute Morgen war für uns klar. Ich denke, er war nicht begeistert von der Idee, dass wir vier Kommissionen, das sind nämlich acht Kommissionen,
Und das sind, nur dass Sie sich bewusst werden, das sind 125 und 13, 26, 52, das sind 152 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die tätig werden in einem Raum von 2-3 Wochen. Und wenn alle verlangen, dass die Bundesräte, das sind dann 3, 4, 5 Bundesräte, an allen Kommissionssitzungen teilnehmen, dann können unsere Bundesräte die Krise nicht mehr managen. Das muss man einfach sehen. Deshalb das Anliegen des Bundesrates, eine Kommission zu bilden, wie das im Zweiten Weltkrieg gemacht worden ist. Und wir haben dann klar gesagt, wir verstehen den Bundesrat, aber auf der anderen Seite müssen wir garantieren, dass eben die Institutionen, die sich bewährt haben, auch gerade in einer Krisensituation weiter arbeiten können. Uns ist bewusst, es wird Leute geben, die mit dem Mühe haben, aber es ist besser, dass wir die Kräfte konzentrieren und die Tätigkeit fokussieren. Nur noch eine Detailfrage. Sie haben gesagt, die ganze Woche sei reserviert, Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag? Die ganze Woche. Und lassen Sie uns organisieren. Montag bis Freitag. Aber ob das genau gebraucht wird, das können wir jetzt nicht sagen. Aber wir haben den Bundesrat, genau, wir werden die Parlamentarier informieren, dass sie die ganze Woche frei halten. Und der Bundesrat wurde ebenfalls informiert, dass wir erwarten und dass er sich diese Zeit nimmt. Und übrigens, wir haben die Zusage, dass, ich habe schon gesagt, dass die Kommissionen mit physischer Präsenz der Führungsleute, Bundesrat, oberstes Kader, in einem eingeschränkten Maß rechnen können. Auch das ist wichtig für das Gespräch zwischen den Gewalten führen zu können. Ja. Herr Stöckli, Sie haben gesagt, eine allfällige Notverordnung des Parlaments habe Vorrang gegenüber jener des Bundesrats. Woraus leiten Sie das ab? Weil beide Kompetenzen stehen in der Bundesverfassung. Erstens ist die oberste Behörde nach dem Volk das Parlament. Zweitens ist es die einhellige Lehre der Wissenschaft. Und drittens gibt es auch bereits aus einem allerdings anderen Fall einen bundesgerichtlichen Entscheid. Und wird vom Bundesrat übrigens nicht bestritten. Also, genau, das ist noch wichtig. Diese Auslegung wird vom Bundesrat nicht bestritten. Gut, vielen Dank. Ich danke der Nationalratspräsidentin, dem Ständeratspräsidenten und wünsche Ihnen einen guten Abend.